So, jetzt lesen wir den Brief. Werfen ihn wieder hier hin. Wir können in der Zeit auch kurz versuchen, den Arsch noch da wegzuholen. Der doch recht offensichtlich liegt. Sicherlich, da bedeutet in der Ecke jetzt gleich einen riesen Haufen, aber es sieht ja keiner, weil es hier voll im Schatten ist, natürlich. So. Ja, jetzt hängen wir selber in diesen Haufen fest. So, der Arsch kommt da hinten. Wenn es jetzt funktioniert, wissen wir wenigstens, woran es gelegen haben könnte. Ach du Heilige, ey. Weil bis dahin scheint ja alles easy going zu sein. Natürlich. Nein, hier ist niemand in diesem komischen Friseurladen. So. Jetzt folgen wir ihm. Weil jetzt müsste es ja funktionieren. Na, guck einer mal an. Es bricht ab. Ich raffe es nicht. Was sollen wir jetzt hier doch nochmal warten? Aber ich meine, hier ist ja niemand. Oder soll ich nochmal zurück, ich den Brief einsammeln und das alles hier triggern? Aber es kann ja auch nicht sein, dass wir da hinten irgendwo am Arsch der Welt jemanden haben, der uns entdeckt. Und wenn ich jetzt den in Ruhe lasse, passiert das gleiche auch wieder. Zudem, er läuft jetzt so rum, als müsste man ihn verfolgen. Wartet, ich gehe nochmal einen Schritt zurück, ehe ich mir den Brief anschaue. Was hängt hier eigentlich ein Papyrus? Sollten wir jetzt zu den. Wow. Interessant. Ich habe keinen Plan. Dann müsste es ja auch schon vorher irgendwann passieren. Ich gehe ganz kurz nach hinten und schau mal. Wie, der kommt schon. Aber hier entdeckt doch niemand jemanden, oder? Jetzt haben wir eh viel Schlag, weil der Typ jetzt da ist und wir sind nicht da. Wo sind wir hier? Da kommen noch die zwei Schatzis, okay. Hey, see that? Ich habe keine Ahnung, warum das jetzt nicht geht. Looks like nothing. So. Die zwei natürlich. Den kann ich da reinwerfen. Jetzt noch ein bisschen Geld mit. Aber kann jetzt auch gleich schwimmen gehen. Ach so, da hinten im Wasser krepiert gerade. Na toll. So, jetzt machen wir noch einen neuen Speicherpunkt. Ich weiß, jetzt habe ich mittlerweile hunderte. Da hinten kommt schon der Arsch. Wo sind wir eigentlich hier entlang gekommen? Hier ist es nicht gewesen. Somehow I doubt she dropped her note by accident. I better see what it says. So, schön, dass es einfach mal hier hin. Keine Ahnung, ob das was bringt. Nothing's now. Wartet mal, sag jetzt. Wenn es jetzt funktioniert, dann weiß ich nicht.
Weil jetzt hat er den Brief mal mitgenommen. Jetzt, wo wir es so irgendwie krüppelig zuvor gemacht haben. What's that? And only silence is behind. So. Und es funktioniert. Ich krieg einen am Rappel. Ich. Naja. Ich denke mir schon so, was zur Hölle. Dabei ist einfach der Trigger falsch. Wir bewegen uns quasi einerseits von ihm zu weit weg, andererseits ist der. Bewegen wir uns vom Brief zu weit weg. Das heißt, zwei Trigger von zwei verschiedenen Dingen sind quasi einfach ja, auseinandergegangen und dementsprechend konnten wir ja jeweils nur failen. Schon mies, dass die beiden Trigger dann so, ja, war halt ein Bug, kann man nichts anderes sagen. Und wir haben ihn irgendwie mit Schwachsinnigkeit überwunden. Das ist doch schön. Naja. Was labert er die ganze Zeit? Oh, na toll. Da ist der Wache. Ich hab ne Idee. Ja. Warte mal. Ach was, hätten wir hier den liegen gelassen, wäre es jetzt aufgeflogen. Leck mich am Arsch, Alter, das ist doch Kacke. Warum läuft hier mit uns Kreise? Nein, nein, hier ist nur ein Typ von jetzt. Dieser kleine Arsch. Okay, er kommt. Da ist kein Vorsprung oder so. Dann kommt er nicht. Nein, er kommt nicht. Darf aber eine Wache. Da denkt man einmal, man hätte im Voraus gedacht und dann so etwas. What was that? Ah. Warte, jetzt hier lang? Hier um die Ecke. Boah, ey. Ohne Flachs, das ist jetzt gerade echt hier so auf einem schmalen Grat zwischen. Oh, okay. Ich habe gedacht, das stürzt jetzt ab. Das wäre es jetzt auch gewesen. Mich sieht er eh nicht. Und Anzeige bin ich voll unsichtbar. Okay, voll nicht, aber es ist wenig genug. Dass ich ihn verschwunden halt agieren kann. Voll das rote Licht hier immer. So creepy. Jetzt bin ich auf jeden Fall voll unsichtbar für ihn angeblich. Na, wo kommen wir denn hin? Der Friedhof? Reveal thy face to me, coward! My Stay away! We dare us not venture in there. The cemeteries are no place for the little. A cemetery? That's original. Okay, er ist hier entlang. Hier entlang. Where did he go? Guess there must be another way out of here. The hell? After all. Okay, ehe wir jetzt hier reingehen, möchte ich nochmal ganz kurz. Wie cool.
Natürlich liegen hier überall Zombies drin. Was auch sonst. Der ist aber noch... Der wiegt... mir zu frisch. Irgendwie... Ich würde den Entwicklern zutrauen, dass der jetzt gleich aufsteht, aber die anderen nicht. Hallo? Ich will da rein. Da komme ich auch rein. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Oder auch doch. Komm. Können wir nicht auf so einen scheiß Stein stellen? Ach, verdammt. Okay, da ist so ein Typ drin, da unten ist ein Zombie drin. Vor allem einfach so eine riesen Halle ohne Sarg, ohne alles einfach reingeworfen. Da ist auch noch einer. Jetzt, kommen wir irgendwie nicht rein. Na gut, dann gehen wir hier mal rein. Wasn't expecting. Oh, jetzt habe ich die Zähne labern lassen können. So, was kommt jetzt auf uns zu? The portal from the graveyard deposited me in a grove of trees, and the wounded pagan I was following is nowhere in sight. He's carrying Mosley's letter, and I'd still like to know where he's heading with it. My plan is to track him and find out what's been going on. The pagan has a head start in what is probably familiar territory to him, but there's some blood on the ground. I'm hoping he's in too much of a hurry to stop and tend to that wound, so he'll leave a trail of blood that I can follow. That's unless he bleeds to death before he gets where he's going. Meanwhile, I have no idea where I am or what I'll be up against, and even if I did, there's no going back for supplies. If I believed in it, now would be a good time for me to wish for luck. Deswegen konnten wir vorhin auch anderes Zeug mitnehmen, was eigentlich für die Mission völlig sinnlos war. Scheiße. Das ist natürlich super, wenn man es natürlich weiß noch vom Durchspielen. In diesem Fall habe ich es nicht mehr gewusst. Und ja. Wir verfolgen jetzt den Typen und haben halt immer noch dieselben Sachen wie zuvor. Wir können halt nichts sonderlich mitnehmen. Wir sollen dem Blut folgen, flowing the bloodline, trail down, bla bla. So. Dann mal willkommen in der schönen Welt. Hier werden uns auf jeden Fall alte Bekannte aus Thief 1 begegnen. Ihr werdet bald sehen, welche ich meine. Hab auch noch ganz andere Kreaturen, kommen wieder mal vor. Okay. Nein, ich will die Schriftrolle haben. Okay, weg da. Eine Karte oder was? Bahn und Silo. Stall und Silo. Parkens live in Huts. The Gathering Place. The French one. Okay. Oh. You can have this. I don't need it anymore. Come, Lily. Must we go? His name's Dewdrop, and he doesn't like Spanish. Lily. I have to go now. Oh, süß. Nehme ich echt mit. Sie hat gesagt, wir dürfen. Also nehme ich auch mit. Ich passe aufs Püppchen auf. Muss man ja auch mal machen. Was ist das denn für einer? Ey, du! Wir sterben. So. Er ist voll liebevoll und hat voll, ich geh sterben. Oh, das habe ich noch nicht... Das sieht cool aus. Darauf habe ich nie geachtet. Ja, wir gehen mal jetzt hier rüber, würde ich sagen. Und hepp. Der Typ wird auch nicht mehr aufstehen. Was ist da hinten denn? Können wir das einsammeln? Ruby Stone. Hallo? Danke. I knows it was here. I knows it. Meinst du das hier?
Looking for this vile heathen? My side! Is it here? Gladly, pagan! Gladly! Ach, das Tagebuch! Julius and Mates. Yeah. Wer hat da geräuspert? Oder sollte das so sein? Warte mal. Das ist immer so creepy. Ich glaube, das sollte sein, weil das hier so ein Tagebucheintrag ist oder was. Hier haben wir in Jackson, dass wir der Nils hier in Jackson. Keine Ahnung. Wartet mal. Kann man da vielleicht rein? Nee. Ja, irgendwie könnte man vielleicht rein, aber es sieht nicht so aus, als sollte man da rein. Was ist das denn? Okay, das macht auf jeden Fall Licht. Das ist schon mal schön. Da kommen noch ganz andere Sachen. Die schauen wir uns ein bisschen später an, würde ich sagen. Wir gucken erstmal hier, was noch los ist. Hallo? Korps. Sollen wir sie vielleicht mal zum Typen tragen? Vielleicht ist es ja die Frau. Ich weiß es nicht. Magst du auch noch hier rein? Ah, da ist ein Heiltrank. So, bitte sehr. Ups. Naja. Gut. Dann haben wir die da vereinigt. Ich weiß nicht, ob die ein paar waren oder nicht. Gut, das war gar nicht der. Ach, scheiße. Egal. Ich finde den Speicherstand schon wieder. Dann schauen wir erstmal, dass wir hier ein bisschen langkommen. Ne? Das. Hallo. Here's the honeymaker. He hems the Jacksberry. Sits we down under his treesy roofs. Eats we all of his leaves and gifts. He feeders us. Fern, no! Uh-huh. Was steht da? Das ist doch hier zum kleinen Gebiet anscheinend. Was ist das denn? Eigentlich voll süß mit den kleinen Häuschen und den kleinen Feldern und so. Und diesen toten Leuten da drüben im Haus. Die scheinen auf jeden Fall hiervon zu wissen. Das muss man mal lassen. Die haben ja den einen Typen gejagt. Hier sind wir noch über die Blutdinger. Aber die scheinen davon zu wissen. Und lassen auch die Leichen hier liegen und alles. Also die sind schon anscheinend hier für schuld. Das klingt wie so ein Ding, wie ein Gebet. Was haben wir denn hier noch? Speed Potion. Okay. Hier runter noch. Und zieh mal einen an. Ist da oben noch jemand? Gucken wir uns das einfach hier alles mal ein bisschen an. Sonst nicht da hinten wollten wir noch gucken. Ich will jetzt hier einfach nur gucken, ob hier oben noch was ist. Auf jeden Fall hören wir da schon Leute wieder rumlaufen. So, die Äpfel können wir ein bisschen essen. Sollte in der Regel nichts Schlechtes bewirken. Ich
weiß gar nicht mal, wofür das war. Ich glaube, es war mal dazu gedacht, dass man Leben dadurch bekommt.